Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Letzte Woche, beziehungsweise heute, hat leider meine Kommentarfunktion auf YouTube gestreikt, weshalb ich auf Twitter mal nach weiteren Ideen für weitere Faktenvideos gefragt habe. Und die liebe Lara Malfoy hatte dort eine sehr, sehr tolle Idee, und zwar, dass ich mal Faktenvideos zu den 4 verschiedenen Hogwarts-Häusern machen soll. Ja, gesagt, getan, und deswegen präsentiere ich euch heute 12 Fakten über Gryffindor. Viel Spaß dabei! Beginnen tun wir wie immer mit Fakt Nummer 1. Wie wahrscheinlich allgemein bekannt sein dürfte, handelt es sich bei Gryffindor um eines der 4 Hogwarts-Häuser und wurde vom gleichnamigen Godric Gryffindor gegründet. Fakt Nummer 2. Das Wappentier Gryffindors ist ein Löwe, welcher wiederum auch gut zu den Hausfarben Scharlachrot und Gold passt, wobei die Mähne und der Schwanz Scharlach und das Fell Gold ist. Des Weiteren entspricht das Haus Gryffindor auch dem Element Feuer. Fakt Nummer 3. Die Eigenschaften des Hauses Gryffindor sind Tapferkeit, Kühnheit, Ritterlichkeit, Mut, Abenteuerlust sowie Draufgängertum. Fakt Nummer 4. Laut dem Pottermore-Haustest wurden die Harry-Potter-Schauspieler Ivana Lynch, Bonnie Wright und Tom Felton ins Haus Gryffindor eingeteilt. Dabei spielt Ivana Lynch in den Filmen eine Ravenclaw und Tom Felton einen Slytherin. Fakt Nummer 5. Der Name Gryffindor ist abgeleitet vom sogenannten Griffin, ein mythologisches Fabelwesen mit dem Kopf eines Adlers und dem Körper eines Löwen. Fakt Nummer 6. Bekannte Namen von Gryffindor-Hauslehrern waren neben Godric Gryffindor selbst noch Maldon Craig, Urik Oplay, Podrick Piles, Tobias Dump, Wateria Myriad und natürlich Minerva McGonagall. Bekannt sind ihre Namen vor allem durch deren Porträts, die in Hogwarts hängen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7. Wie jedes andere Hogwarts-Haus hat natürlich auch Gryffindor seinen eigenen Hausgeist. In dem Fall den fast kopflosen Nick oder, wie er bevorzugt, Sir Nicholas. Fakt Nummer 8. Der Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum wechselte innerhalb der Filmreihe einmal den Ort. Während die Schüler im ersten Teil nämlich noch einen langen Flur ablaufen mussten, um die fette Dame zu erreichen, befand sich diese ab dem dritten Teil unmittelbar in der Nähe des großen Treppenhauses. Es bleibt jedoch nur eine Vermutung, ob der Ort nochmal geändert wurde, da man die Außenseite des Eingangs in der gesamten Filmreihe nie wieder zu Gesicht bekam. Fakt Nummer 9. Neben den eben genannten 3 Harry Potter Schauspielern landete auch J.K. Rowling selbst innerhalb des Pottermore-Haustests im Haus Gryffindor. Fakt Nummer 10. Ein kleiner Filmfehler bezogen auf die Häuserzugehörigkeit fand sich bei den Peddle-Zwillingen, die zwar laut den Filmen beide in Gryffindor sind, den Büchern nach gehört Padma Peddle aber eigentlich dem Haus Ravenclaw an. Fakt Nummer 11. Innerhalb des Gryffindor-Gemeinschaftsraums ist es so, dass die Treppe hinauf zu den Mädchenschlafsälen zu Rutschen werden, wenn ein Junge versucht, diese emporzusteigen. Umgekehrt, also wenn ein Mädchen hoch zu den Jungs wollte, geschah dies aber nicht, da die Gründer Mädchen für vertrauenswürdiger hielten. Also wirklich. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 12. Die Farben und Embleme des Gryffindor-Wappens erinnern stark an das historische englische Wappen. Jedoch ist unklar, ob dies von J.K. Rowling beabsichtigt war oder nicht. Ja, das waren meine 12 Fakten über das Haus Gryffindor. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welches Faktenvideo ihr als nächstes sehen wollt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, genießt ihn, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!